Yo, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein absoluter Lieblingstag ist der Montag, denn der Montag ist sinnbildlich der Anfang, ein Neuanfang, wenn man so will, nachdem man am Wochenende vielleicht gesündigt hat oder besser noch, weil die Börse endlich wieder öffnet. Canopy Growth ist momentan natürlich eines der spannendsten Aktien überhaupt und nicht, weil es ein Cannabis-Unternehmen ist, nicht, weil es momentan gehypt ist, in Cannabis zu investieren, sondern weil Canopy Growth das AMC bzw. GameStop 2.0 werden könnte. Wenn man sich einfach mal den letzten Monat anguckt, dann sieht man, hier geht es wirklich nur in eine Richtung. Wir reden hier von einem Unternehmen, das, und das ist, muss ich sagen, sehr schlecht gemacht hier bei Trade Republic, eine Market Cap von über 600 Millionen hat. Das war es allerdings auch schon am Freitag. Und der Kurs ist seitdem nochmal deutlich gestiegen. Also in den letzten 5 Tagen alleine schon fast verdoppelt. Das heißt, man kann es nicht dadurch erklären, oh, vielleicht gibt es da gute Nachrichten in der Firma oder vielleicht hat wieder ein Herr Lauterbach über mögliche Legalisierung gesprochen. Wobei ich glaube, dass Deutschland da gar nicht so eine große Rolle spielt. Und das ist schon interessant. Und man kann natürlich auch dann verschiedene Techniken nutzen. Eines der bekanntesten, wo du in diesem Fall nutzen solltest, ist die Google Trendsuche. Und wenn du jetzt hier bei Google bist und gibst Google Trends ein, da hast du ganz verschiedene Parameter. Da kannst du suchen in Deutschland, weltweit. Und dann kannst du natürlich auch Seiten raussuchen. Du kannst zum Beispiel bei Reddit suchen, wie oft wurde welche Aktie gerade gesucht, was sind die meistgesuchten Aktien. Und da findest du eben momentan, dass Canopy Growth langsam steigt. Bei uns Deutschen dauert es grundsätzlich noch. Wir Deutschen sind so beschäftigt mit, keine Ahnung, Amazon, Apple und den ganzen Großen. Da gibt es auch gar nichts dagegen zu sagen. Nicht falsch verstehen, das sind solide. Wir Deutsche sind eben in der Regel konservativer. Aber gerade am Ende, wenn dann eben auch der letzte Hinterwäldler aus dem letzten Dorf von Canary Growth gehört hat, wird er reingehen, vermutlich dann seine rechte Niere verkaufen, mit dem letzten Ersparnissen und Erbe von der Oma dann alles all in reinballern und sich am Ende wundern, wenn er wieder verliert. Wie gesagt, jetzt ist möglicherweise noch eine günstige Chance. Und ich habe dort sogar in der Gruppe mal reingeschrieben, aber bam 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 bam, die Chance, dass hier GameStop oder AMC 2.0 vorliegt, ultra gehypte Meme-Aktie, ist gar nicht so schlecht. Der Kurs von Canopy Growth könnte in den nächsten Wochen auf 5 bis 10 Dollar ansteigen, 10 Euro ansteigen. Wir müssen überlegen, was hier gerade passiert. Ja, wir haben hier einen Kurs gehabt von 85 Cent. Heute hat er schon 1 Euro überschritten. Es ist momentan hier eine Aktie, die enorm riskant ist, enorm volatil ist, enorm viel Spaß macht. Vielleicht fragst du dich, ja, bist du eigentlich auch drin? Nee, bin ich noch nicht. Ich bin all in T2 Biosystems und ich werde jetzt nicht extra tauschen, weil T2 Biosystems morgen eben auch die Hauptversammlung hatten. Vielleicht kommen bald die FDA-Zulassungen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt momentan ein bisschen Spielgeld hätte, da würde ich auf jeden Fall in Canopy Growth reinballern, weil ich da ganz, ganz bullish bin. Ist natürlich die Problematik momentan bei den Meme-Aktien, die langsam aber sicher immer mehr werden, dass der Fokus jetzt nicht zum Beispiel komplett auf GameStop ist oder AMC, wie noch vor 2 Jahren, sondern sehr schnell auch abflacht. Also hier Canopy Growth, ja, vor ein paar Wochen war es noch Tupperware und plötzlich hat sich die Dynamik zerschlagen. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Einer der Gründe kann natürlich auch sein, dass bestimmte Threads, also bestimmte, ja, Subreddits als Beispiel, gesperrt werden, dass sie gar nicht mehr fungieren können, dass eben auch so die Infrastruktur geschwächt wird oder eben, dass die Shortseller da auch ganz gezielt versuchen zu attackieren, um das zu unterbinden, weil die ja natürlich wollen, dass der Kurs fällt und dann wird man natürlich ein Unternehmen so schlecht wie es geht reden. Das sind die dreckigen Spieler an der Börse. Willkommen an der Börse, wenn du neu bist. Wir gucken uns übrigens jetzt auch mal an, wie viele Prozent der Aktien geschortet sind, das heißt auf fallende Kurse setzen. Das ist nämlich auch wichtig zu wissen. Und dann kannst du einfach angeben CGC bzw. Canopy Growth. Und dann gibt es da einen Short Interest. Und für die ganz, ganz Neuen, also Short heißt immer kurz und Long heißt immer lang, beziehungsweise Short auf fallende Kurse und Long auf steigende Kurse setzen. Und wenn einer Long geht, dann leiht er sich die Aktien aus, verkauft sie, macht Gewinn
muss sie aber später zurückkaufen und an den Gläubiger zurückgeben, wo sie sich ausgeliehen hat, und will sie natürlich dann später günstig zurückkaufen. Dann hat er nämlich Gewinn gemacht, wenn er sie jetzt teuer verkauft hat. Jetzt fragt sie sich, hä, warum jetzt teuer? Die Aktie wird doch steigen, dann wird sie doch später noch teurer und es wird unlukrativ. Naja, ein Shortseller setzt ja darauf, dass die Aktie nicht steigt, sondern fällt, und dadurch eben, dass er Gewinn macht, wenn die Aktie fällt. Und er verpflichtet sich aber auf jeden Fall zurückzukaufen, und wenn jetzt natürlich der Kurs stark steigt, muss er notgedrungen, wohl oder übel, später zurückkaufen, und dann hat er jetzt eben die Qual der Wahl, wartet er noch ein bisschen in der Hoffnung für ihn, dass es billiger wird, dass der Kurs fällt, oder verkauft er jetzt, und das führt natürlich dann wieder, wie wenn man Öl ins Strohfeuer gießt. Das explodiert, das geht dann hoch, und deswegen gucken wir uns jetzt mal hier an, bei MarketBeat als Beispiel, wie viel Prozent da momentan gerade im Umlauf sind. Jetzt haben wir da, was ist das hier? Nein, ich möchte nicht diese Werbung haben, danke. Hier steht noch was von 22,61, warum auch immer. Ja, also hier sehen wir auf jeden Fall, im Vergleich zum letzten Monat sind es knapp 40 Millionen, jetzt knapp 39 Millionen Aktien, die geschortet sind derzeit. Dann kann man sich ja ausrechnen, 39 Millionen 280.000 mal ungefähr 1 Euro Kurswert, dann bist du bei knapp 39 Millionen 280.000. Und unten sehen wir dann, momentan sind 5,36% der Aktien geschortet. Ist gar nicht so viel, wie ich finde. Aber was interessanter ist, ist unten zum Beispiel, da steht, das durchschnittliche Trading-Volumen beträgt 18,5 Millionen am, ist das jetzt, ich schätze mal, das ist im Monat. Also am Tag im Monat, normalerweise werden am Tag 18 Millionen Aktien getradet, und momentan ist das Trading-Volumen 662% höher. Und das ist schon ein Indikator dafür, dass momentan was richtig krass am Abgehen ist, und das ist eben momentan, weil diese Aktie so unfassbar hypt. Also in kurzen Worten bestätigt das, ein Short-Squeeze haben wir hier jetzt eigentlich nicht zu erwarten, weil relativ wenig nur noch geschortet sind. Also man muss sich immer überlegen, im Vergleich muss man das setzen. Ne? Es gibt jetzt hier 732 Millionen Aktien, und davon sind keine 40 Millionen geschortet. Ein bisschen wird es noch einen Impact haben, definitiv. Interessanter ist aber, wie gesagt, hier das Trading-Volumen, das hier schon gigantisch ist, das unfassbar groß ist. Also jeder, der hier drin ist, den kann man wirklich nur gratulieren für eine spektakuläre Aktie, die er im Depot hat, die möglicherweise bald richtig, richtig, richtig steil gehen wird. Schreib es mal in die Kommentare, was du davon hältst. Das interessiert mich, ob du da wirklich der Meinung bist, dass da noch was geht, oder ob du denkst, nee, also bei aller Liebe, das wird auch keine 2 oder 1,50 kriegen. Das Ding, das ist mausetot. Das ist wie aufgeraucht von Snoop Dogg. Da hast du keine Chancen. Dann, ja, lass uns da mal konstruktiv drüber diskutieren, oder? Komm natürlich auch gerne hier in die Gruppe rein, Finanzhüxle Aktien, hier 805 Member, und das ist momentan wirklich auch angenehmer. Ich habe jetzt den Timer auf 1 Minute gestellt, man kann jetzt nur noch eine Nachricht pro Minute schreiben, das einfach dadurch dann auch angenehmer für die Leute wird, die lesen wollen. Da gibt es dann eben Qualität statt Quantität und weniger Nachrichten, und daher ist das alles dann spannender. Wenn du hier übrigens auch Fragen hast, dann kannst du gerne auf Suchen klicken, und dann kannst du zum Beispiel Canopy eingeben und klickst auf die Lupe. Und jetzt sehen wir, okay, das kommt langsam. Also erst 77, die drüber gesprochen haben, aber langsam kommt es hier. Tom ist jetzt auch dabei. Wundert euch nicht, wenn Canopy jetzt 50% fällt, passiert mir immer. Und ja, dann ist es ja wirklich gedippt, ja. Nee, aber der wird auf jeden Fall gut mitmachen. Könnte Aurora Cannabis die nächste Canopy werden? Glaube ich nicht. Canopy jetzt rein oder noch warten? Rein. Canopy ging bis 96 runter und schießt wieder hoch, falls jemand auf den Zug aufspringen möchte. Gut antizipiert. Heute 1000 investiert, 1130 raus. Ja, läuft doch. Guck mal, was glaubt ihr, wie Canopy noch
runtergehen könnte. Warum runtergehen? Bist du ein Shortseller? Zum Dip kaufen wahrscheinlich, ne? Mark Mörse, Canopy läuft, Aurora zieht auch nach. Ja, wie gesagt, perfekt. Und ja, lassen wir das mal hier unten. Bin leider bei 0,5 raus. Na ja, gut, aber besser als in die Hose geschissen. Naja, gut, das war's. Wie gesagt, ich bin bullish und mal gespannt, was T2 fabriziert. Und wenn sie gut laufen, werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Tausender reinballern.